Hallo Freunde, willkommen im Wilden Westen. Ich habe mir überlegt, hier ein neues Projekt zu machen. Eine richtige amerikanische Maps, die aber von der Performance sehr hart ist. Ich habe mich entschlossen, erstmal gucke ich, ob ich die Sachen rausschmeißen kann, die ich auf keinen Fall brauche. Sonst wird das mit dem Projekt nichts. Weil ich kann mich nicht bewegen, gar nichts. Es ruckelt überall. Man merkt sich jetzt sogar, dass es ruckelt. Wir schauen, was wir hier haben. Das ist Open Sheep. Sheep, machen wir Schäfe, weiß ich noch nicht. Open Pigs. Schweine mache ich nicht. Kann ich schon verkaufen, das kann raus. Das heißt, ich kann auch diese. Kann man die verkaufen? Ich, doch. Misthaufen, der kann auch weg. Nein, nicht zurück. Verkaufen, weg damit. So kann man Geld machen. Der Zaun ist selber gezogen. Das heißt, wenn ich den jetzt da anklicke hier, abreißen, habe ich es gedacht, er könnte weg. Geht aber nicht. Weder mit rechts noch mit links kann ich nicht wegmachen. Gut, lassen wir mal. Pferde machen wir auch nicht, kann auch weg. Was ich mit den Feldern mache, muss ich sehen, das weiß ich noch nicht. Kuhstall lassen wir auf jeden Fall. Upsi. Also da ist mein Haus. Da war mein Schweinestall, den ich wie gesagt, ich habe es angeklickt hier, ich kann es aber nicht da das ausgemacht wieder. Funktioniert aber auch nicht. Also falls er mir eine Idee hat, wenn er Zäune wieder wegkriegt, ist er hier schwarz. Gut, aber das sind Sachen, die weg müssen. Schafe lassen wir, Kühe lassen wir auf jeden Fall. Und dann schauen wir, was sie noch anbietet. Schafe, Kühe, Hühner. Einer ist mein Farmhaus. Was haben wir da drunter noch? Der Workshop, okay. Und das ist mein das zwei verschiedene. Mal gucken, ob wir in den Bestand was drin haben, ob der da auch die Geräte drin hat. Glaube ich aber nicht. Das sind nur meine Fahrzeuge. Das sind nur meine Fahrzeuge. Wow. Gut. Dann schauen wir mal, was wir an Arbeit haben gleich. Irgendwo gesehen meine ich, das wird ein Feld.
Ein Feld erntereif. Gott, der braucht unheimlich lange zum Umstellen. Heute noch? Hallo. Jetzt. Die 11 ist erntereif. Was haben wir da drauf? Jetzt vorm Umstellen drauf gucken sollen. Das dauert jetzt wieder lange. Das müsste Weizen sein, oder? Das ist Weizen. So, jetzt klicken wir uns wieder durch unsere. Dich brauche ich, genau. Wenn wir hinter das richtige Mehrwerk gleich. So, jetzt muss ich was umstellen. Jetzt habe ich gerade, ist mir das aufgefallen. Da müssen wir Einstellungen ändern. Den da, denke ich. Verkehr, saisonales Wachstum, Tage pro Monat machen wir 4. Visuelle Jahreszeiten lassen wir auch. Hoffentlich funktioniert das. Ne, lassen wir mal weg. Das komme ich durcheinander. Fruchtzerstörer machen wir aus. Pflügen machen wir. Nicht. Gut, lassen wir es aus. Kalk notwendig, Unkraut nehmen wir auch raus. Schmutz stoppen, Grube, automatische Brust, nee, automatische Motorstart machen wir auch nicht. Spritverbrauch niedrig, Helfer lassen wir alles kaufen, ist in Ordnung, dann speichern wir das mal ab. Ja, das braucht Zeit, das Spiel. Das kann aber nicht sein, oder? Warum braucht er so viel Performance? Keine Ahnung. Jetzt so Mutter aus, jetzt will ich noch einmal was ausprobieren. Komm, müsste da richtig sein. Schweinefutter, 40.000 kann man verkaufen. Wir haben keine Schweine, braucht das auch nicht. Jede Kleinigkeit müsste Performance Gewinn bringen. Ne, da müssen wir raus. Das ist in Ordnung. Dann gehen wir mal da rein. Und so erstmal aufmachen hier. Ich dachte, du hättest den angekoppelt. Geht hin raus gleich beim ersten Mal. Kaum zu glauben. So, hier hört es sich besser an. Das drin ist schlimm. So raus. Raus sind wir schon mal hier raus. Ich muss gucken, wie ich zu dem Feld komme.
Da geht's raus. Ich muss auch da hinkommen. Ich muss doch auch auf der anderen Seite zu dem Feld kommen. Versuchen wir einen Turn zu machen. Eine zweite Ausfahrt haben hier. Also hier geht's raus. Da geht's nicht raus, dann gucken wir hier weiterfahren. Schneller Anschlag. Da steht noch ein Wasserfass. Warum auch immer. So, da kommen wir schon zu unserem Feld und das ist. Aber das ist knapp. Das ist. Oh, er hat keine Kollision gehabt. Oh, was lenkt der hier eigentlich? Okay. Da muss keiner entgegenkommen. So, ist das Feld zu Ende? Zufahrt eigentlich? Sehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich genau auf der anderen Seite. Kann ich hier durch die zwischen den Bäumen durchfahren? So ausnahmsweise mal. Hier versuchen wir es mal. Gut, das ist schon mal hilfreich. Dann machen wir da mal. Dann können wir gleich ansetzen und schauen mal, wie es weitergeht. So, das ist Feld 11, soweit ich weiß. Ja, das ist Feld 11. Wir haben noch gar kein Feld dran, dann sagen wir wieder zum Ball. Lassen wir den mal fahren und wir gucken, dass wir hier schauen wir mal. Hier habe ich nur versucht, mir die Sachen zu erarbeiten. Aber wenn ich die schon gleich gestellt kriege, ist das noch besser. So. Kann ich den Kopf machen? Ja, also funktioniert das hier.
So, ich versuche jetzt hier mal gleich Autodrive anzufangen. Da muss ich auch erst eine Einstellung. Feldausfahrt. Nächstgelegen. Hinterm Start. Hinterm Start. Kurvengeschwindigkeit lassen wir mal ein bisschen runter. Lassen wir alles. Plan auf Hochdruckfahrung. Das lassen wir alles gleich. Also Auftrag, also Reparatur. Automatische Reparatur. Ja. Anwenden. Nein, ich bin noch nicht fertig. Standard, Standard, Standard. Standard. Oh nö, nein, wir gehen über den Traktor, damit man es auch beim Schnee sieht. Sound machen wir raus, jedes Klicken hören. 5 Meter vorausschauen, das ist mal drin. Automatisch verbinden machen wir raus, das machen wir selber. Lohn ist immer zu hoch. Und umleuchten, das lassen wir alles. Wir lassen das alles jetzt mal zurück. Und er hat es nicht gemacht, er sieht das richtig. Er hat es nicht gemacht, klar. Wo war das jetzt mit dem? Ich will jetzt für jeden Einzelnen das machen. Oh nö, den brauche ich. Ich habe jetzt wieder alles drin. Also. Fangen wir hier mal an. Wieso macht er da nichts? Er hat es nicht angefangen. Ah, jetzt machen wir doch. Ja, er ist etwas langsam. Aber das können wir auch hinterher korrigieren, das ist ja kein Problem. Wir müssen ja noch öfters fahren. Auf jeden Fall nehmen wir das jetzt als Ausfahrt hier und die andere Seite als Einfahrt. Wobei ich noch nicht weiß, ob es hier am See auch noch einen Weg vorbei gibt. Keine Ahnung, was hier hinterher. Es ist nicht zu sehen, ob es den offiziellen Weg auf das Feld gibt. Das ist ärgerlich. Fertig mit Speichern, dann kann man weiter gucken. Ich könnte mal eben in den Drescher springen, gucken, wie die andere Seite aussieht. Falls er mal fertig wird. Sieht mir auch nicht aus, als hier ein Einfahrt gibt zu dem Feld. Vorne ist das größere frei. Das wahrscheinlich. Da werden wir jetzt mal mitfahren und gucken, ob noch ein bisschen noch viel Platz im Tank. Dann schauen wir mal, ob vorne zu hoch ist. Das wäre unten okay. Wie du hast eben viel Platz im Wagen. Viel Platz zum Parken in dem Sinne, bei größeren Feldern brauchen wir 2 oder 3 Anfahrten. Und da muss man auch Platz haben. So, ich mache es.
Wie sieht's denn da aus? Auch nicht anders als an den anderen Stellen. Aber das kann man als Einfahrt nehmen. Das geht. Gut, dann guck mal wieder. Das heißt, ich muss hier ein. Das ist jetzt wieder gemacht. Ich brauche keinen Routenmanager, ich brauche einen Punkt. Und da ist ein Punkt, den kann man verbinden. Habe ich nicht Sound rausgenommen, ich drehe mal durch. Kein Problem, das machen wir gleich raus. Jetzt gucken wir, dass wir hier links wegkommen. Ist doch eine Zufahrt gewesen. Das war, glaube ich, nur für das Futtermisch-Ding. Ne? Also, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, das Zufahrten zu machen. Ich glaube, das werde ich auch. Ja, müssen wir einmal umrunden, dann haben wir schon die Strecke für Out to Drive. Gut, langsam fahren, sonst treibt er einen gewaltig raus. Ja, man kommt wirklich auf seine über 80 Stundenkilometer hier. Weil man hat ja große, weite Strecken. Komm, ich hätte jetzt gern wenigstens nach der Zufahrt zum Welt gemacht. So, jetzt wollen wir langsamer werden. Jetzt geht's wieder. In die Kurve. 80 gefahren, das ist dann 40 gar nichts mehr. So, jetzt hat der Drescher fast voll. Das ist ganz gut, wenn wir jetzt zum Ende kommen. Dann kommen wir noch zum Abfahren. Los, und lassen den wir da hinfahren. Wir können ja eigentlich hier gleich reinfahren. Das heißt, ich mache hier einen blauen Punkt und das wird automatisch verbunden, was ich nicht will. Denn rein brauche ich da nicht. Ich muss da nur rausfahren. Und von da aus fahren wir da rein. Und von da fahren wir da rein. Aber blau brauche ich, weil ich da, egal welche Richtung ich fahre, noch mal eben den Namen dran, aber ich fällt 11. Und machen eine Drescherrunde rundherum.
Also egal, wo ich dann auf dem Feld bin, ich kann Autodrive anmelden und der sucht sich den nächsten Punkt und fährt von dem aus da runter vom Feld. Hier ist auch ein schöner Weg nach draußen, das kann man auch noch machen. Aber ich kann es noch nicht automatisieren, weil ich ja noch keinen Weg zum Hofsilo habe, wo ich dann hin muss. Das muss ich auch noch verbinden irgendwie. Aber ich mache schon mal vorsorglich diese Runde herum. Man kann ja Teile später dann einfach miteinander verbinden. In diesem Fall diese Runde. Zufahrt haben wir schon mal. Also ich muss den einen Punkt da auf dem Hof noch verbinden und dann kann ich vom Hof hierhin schon mal fahren. Ich mache eben noch diese Runde zu Ende, bevor ich den Drescher abtanke. Später dann berichtigen, die können wir auch wegziehen, das ist ja kein Problem. So, den schalten wir aus, den können wir gerade ausfahren und zurück auch. Ziehen wir den ein bisschen zurück und können von da aus auch rausfahren und reinfahren. Gut. Aber in dem Fall gehe ich jetzt abtanken. Schauen, wie viel da zusammenkommen beim ersten Mal. Wir fahren jetzt ausnahmsweise mal durch die Frucht. Ich mache es ungern, aber ich fahre jetzt mal durch die Frucht. Sonst dauert mir das jetzt zu lange. Ich kann mich bei euch schon mal verabschieden. Das ist vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Schreibt einen Kommentar, ob wir was anders machen sollen und das in Ordnung geht. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund.